So, wie angekündigt, wollen wir uns in den nächsten Videos jetzt damit beschäftigen, was es in Photoshop für Werkzeuge gibt, wann ich sie einsetze und ja, wie ich sie vor allen Dingen einsetze. Und beginnen möchte ich auch so, wie das Ganze sich hier gliedert. Und zudem möchte ich eben auch damit beginnen, was eigentlich so das wichtigste Werkzeug meiner Meinung nach in Photoshop ist. Man könnte jetzt meinen, das wichtigste Werkzeug wäre ein Pinsel oder ein Stift, mit dem ich irgendwie was auf eine Ebene draufbringe, irgendwas draufmalen kann. Es mag natürlich stimmen, wenn jemand ja viel zeichnet oder auch malen möchte in Photoshop, aber meiner Meinung nach ist das wichtigste Werkzeug in der Palette hier dieser obere Bereich, und zwar die Auswahlwerkzeuge. Denn Auswahlen, und das habe ich ja schon im Bereich der Ebenen mal kurz angedeutet und auch gezeigt, sind meiner Meinung nach ein weiteres Grundkonzept von Photoshop. Das muss man einfach verstanden haben, dass Auswahlen Photoshop helfen zu wissen, was ihr eigentlich wollt, was ihr machen wollt. Und diese Auswahlen kann Photoshop zum Teil selbst erstellen. Manchmal kommt ihr aber nicht drum herum, da selbst ein bisschen Hand anzulegen und Photoshop genau zu sagen, wo ihr jetzt arbeiten wollt. Und genau um diese Werkzeuge sollte es im ersten Teil gehen. Ich habe die Teile aber auch ein bisschen nochmal untergliedert. Wir schauen uns zunächst mal an, welches alles gibt, und in den nächsten Videos gehe ich dann auf die einzelnen Möglichkeiten genauer ein. Wie gesagt, das Ganze findet ihr in der Ebenenpalette hier am oberen Teil, und ganz oben finden wir direkt unterm Verschieben-Werkzeug ein Ellipsentool, das hatten wir auch schon verwendet. Und auch hier gilt wieder durch diesen kleinen Haken hier an der Seite unten, wenn ihr lange da draufklickt, bekommt ihr noch weitere Möglichkeiten dieses Werkzeuges angeboten oder eben Werkzeuge, die thematisch gleich sind. In dem Fall ist es jetzt ein klassisches Auswahlwerkzeug, das eben hier verschiedene Formen hat. Und wenn ich jetzt mal hier einfach ein Auswahlrechteck nehme und gehe hier auf mein Bild und klicke irgendwo hin, halte die Maustaste gedrückt oder so wie ich mit dem Tablet, ich ziehe jetzt einfach den Stift über das Dokument, und ihr seht, es entsteht hier solch ein, ja, Ameisenlaufen nenne ich es immer, ein bewegendes, gestricheltes Gebilde. Und wenn ich loslasse, wird das aktiv. Es laufen schwarz-weiße Ameisen im Viereck um diesen Bereich herum. Und damit haben wir jetzt einen Bereich definiert, der Photoshop sagt, momentan arbeiten wir nur innerhalb dieses Bereiches. Das heißt, das, was wir bisher gesehen haben über die Ebenen, gilt gewissermaßen auch für die Auswahlen. Das heißt, wenn wir eine Ebene auswählen, dann arbeiten wir nur auf dieser Ebene. Wenn wir aber noch zusätzlich eine Auswahl erstellen, dann arbeiten wir nur auf dieser Ebene in der Auswahl. Und momentan wäre das hier jetzt die Auswahl, die wir erstellt haben. Um eine solche Auswahl wieder aufzulösen, gehen wir im Menü auf Auswahl, Aufheben, oder ihr drückt die Tastenkombination Command D oder Steuerung D. Das macht genau das Gleiche, steht ja auch hier dann dahinter. Jetzt möchten wir gerne eine runde Auswahl erstellen. Auch das geht. Wir können hier die Auswahl-Ellipse dann einfach auswählen und ziehen diese auf. Und ihr seht, wir können hier jede runde Form erstellen. Und wenn ihr jetzt möchtet, dass das wirklich ein Kreis sein soll, dann müsst ihr gleichzeitig auf der Tastatur noch die Shift-Taste gedrückt halten, und dann wird Photoshop euch einen perfekten Kreis mit dem gewünschten Radius eben erstellen. Auch das kann ich loslassen, und ihr seht, auch hier haben wir jetzt eine Auswahl erstellt. Und diese Auswahl, die erstellt wurde, die können wir verschieben, indem wir mit aktiviertem Auswahlwerkzeug in die Auswahl klicken und dann einfach diesen Bereich verschieben können. Auch beim Erstellen könnt ihr direkt diese Auswahl verschieben. Ich werde sie nochmal aufheben. Wir nehmen nochmal dieses Auswahl-Ellipsen-Tool. Ich ziehe nochmal auf und könnte jetzt beim Aufziehen, ihr seht, der Grundpunkt, der bleibt immer gleich, da komme ich nicht weg. Aber bei gehaltener Leertaste kann ich jetzt das ganze Gebilde einfach auch woanders hinziehen und auch dort weiter verformen, wieder zum Kreis machen und verschieben, indem ich beide Tasten gleichzeitig gedrückt halte. Ja, ihr seht das hier.
All das funktioniert und wenn ich loslasse, dann bekomme ich eben wieder meine Auswahl. So, auch diese werde ich nochmal auflösen und werde noch das Geheimnis hinter den einzelnen Zeile, Spalte, Werkzeugen hier lüften. Das bedeutet wirklich das, was es auch meint. Ihr wählt damit nur genau eine Pixelreihe hier eures Bildes aus. Ist eine Auswahlmöglichkeit, die ich selbst eigentlich nicht so wirklich gebrauche. Ihr habt außerdem noch ein Lasso-Tool. Wir sind jetzt schon sehr ausführlich auf das erste hier, auf das klassische Rechteckwerkzeug zum Beispiel eingegangen. Das hier machen wir gleich etwas genauer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Lasso zu verwenden. Auch Dinge, die euch die Auswahl automatisch erleichtern. Es gibt noch ein weiteres Werkzeug, die Schnellauswahl-Werkzeuge bzw. das Zauberstab-Werkzeug. Auch hier ist Magie wirklich ein gutes Stichwort. Und es gibt noch für die Auswahl die Möglichkeit, ein Zeichenstift-Werkzeug zu verwenden. Das arbeitet alles ein bisschen anders. Das schauen wir uns dann gleich gesondert an. Und Photoshop hält hier nicht inne, sondern macht gerade was 2014 angeht einen Sprung. Denn Photoshop kann euch hier helfen, gewisse Dinge automatisch auszuwählen. Zum Beispiel, wenn ihr hier auf Auswahl geht, gibt es zwei Bereiche, nämlich die Farbbereichsauswahl. Das heißt, wir definieren eine Farbe, die hier gleich zur Auswahl werden soll, zum Beispiel diese Farbe, die ich hier auswählen kann. Und dann gibt es noch Regler, das schauen wir uns gleich genauer an. Oder ihr könnt auch einen Fokusbereich auswählen. Auch das ist eine neue Funktion, beziehungsweise das ist die neue Funktion von Photoshop 2014, dass Photoshop hier selbst schaut, wo ist denn der Fokus hier im Bild beim Fotografieren gewesen und wählt euch das selbstständig aus. All das schauen wir uns gleich genauer an und wir fangen jetzt gleich nochmal mit dem ersten Werkzeug im nächsten Video an.